So, jetzt hoffen wir mal, dass alles funktioniert. Es scheint zu funktionieren. So, ich muss nur kurz noch eine kleine Einstellung machen. Dann bin ich auch gleich bereit zum Starten. Ich habe etwas an meinem Computer herumgepfuscht. Neue Hardware installiert und das Problem ist, man muss noch nicht mal checken, ob alles funktioniert, oder? Man kennt's ja. Also bin ich 1 Minute, 2 Minuten zu spät. Aber eigentlich sollte alles passen. Okay, herzlich willkommen zurück. Gut, wo waren wir das letzte Mal? Ich habe mich gefreut, dass wir eine schwarze Armee haben. Wir waren hier dabei, etwas zu forschen und ein paar Schiffe zu bauen und wir haben keine Nahrung und wir haben eine Festung, das gefällt mir. Wir haben Ogermagier, das gefällt mir. Okay. Wir haben eine Economy stehen, das gefällt mir. Okay, und grundsätzlich schaut's aus, wir müssen eigentlich nur. Ah. Du siehst mich alles zerstören, was wir halt sehen, und hier eine Basis bauen. Also ein Hauptgebäude. Spannend. Was hat er gerade fertig gemacht? Ich brauche mehr Öl. Forschung schaut nicht schlecht aus, soweit. Wir haben auch zwei Schlachtschiffe dastehen, das geht auch ganz gut. Und dann brauchen wir jetzt nur noch schauen, wie es ausschaut. Ich bin etwas weit vom Mikrofon weg. Ich habe das Tastatursetting noch nicht gerichtet. So. Besser. Mit Vergnügen. Gut. Forschung. Es kostet zwar abartig viel Öl und Gold, aber es ist schon wert. Es ist schon wert. Weil jetzt möchte ich diese Insel hier besiedeln. Gut. Unser Ziel für diese Episode ist natürlich, diese Mission schön fertig machen. Kein großes Problem. Und dann sehr bald einmal die nächste Mission starten. Fähre brauchen wir sowieso, also passt das schon. Das Problem ist halt, dass eines von unseren Schlachtschiffen relativ im Arsch ist. Und ich jetzt hier in die Schlacht ziehe mit den zwei. Und das halbtote Schlachtschiff vorausschwimmt. Läuft. Solange er nicht mehr von denen hat, geht alles gut. Man könnte theoretisch auch ein paar Zerstörer bauen. Wenn das Öl bzw. das Holz vorhanden wäre. Gut. So werden wir jetzt einfach die Küste klären und fertig. Ich werde nicht alles hier zerstören, weil es einfach nicht notwendig ist, oder? Ich werde einfach hier die Insel klären. Und dann sehr bald einmal. Sehr bald einmal hier schon meine
Gebäude-Expansionspläne in die Tat umsetzen. Lasst mich in Ruhe, ihr Elfe. Zweifle niemals an den Elfen an. Ha! Ha! Das Problem ist, ich brauche leider ein Haupthaus. Dann kann ich ja hier anfangen, Holz fällen, aber... Ja. Bitte? Danke. Es gibt eigentlich grundsätzlich nicht wirklich so viel zu erzählen. Ich meine, die Mission ist so ziemlich genau gleich wie jede andere auch in diesem Spiel. Bis zum jetzigen Zeitpunkt zumindest. Das heißt, du bist einfach quasi hier nur... Einfach alles zerstören, was wir finden. Hurra! Da müssen wir jetzt etwas... bestimmt daran gehen. Oh Gott, ein Schlachtschiff. Das könnte schlecht ausgehen. Bye. Ja. Gold habe ich mittlerweile genug. Ich sollte mich dann hier doch eher... Du rennst mir echt nach, oder? Wahnsinn. Zumindest wird jetzt das hier angreifen wollen, oder? Schön, wenn so eine Elf einfach Two-Shot ist von einem Ogre. Dass der da steht, gefällt mir halt so gar nicht, oder? Alter, warum greift er hier an mit... Langsam recht problematisch, Mann. Und Gott sei Dank hat der Paladine. Gott sei Dank. Wow. Das müsste ich gewinnen. Außer er rennt weg. Die feige Puss rennt einfach weg. Alter. Gerade etwas Holz wäre halt angenehm, oder? Ist der das wirklich zu viel verlangt? Das hat legit am Ding jetzt Holz mangelt. Ich frage mich, was in der Programmierung des Computers vor sich geht, dass der sich denkt, ha, der hat da ein Gebäude gebaut, jetzt flankiere ich ihn hierher. Legit, was dass der Computer sich manchmal denkt. Ich meine, die sind noch da. Ich weiß, dass die doch da sind. Zumindest ich brauche langsam eine Verteidigungsstreitmacht. Ne? Was ist mit Warcraft 1? Warcraft 1 hätten wir jetzt schon eiskalt verloren, ne? Vor allem Ogre-Mage braucht man halt mindestens zwei, dass die sich halt gegenseitig Blut rauschen kann. Das ist halt so ein Ding, ne? Alter! Kommt einfach mit U-Booten. Vor allem, ich hab noch keine, will aber. Damn ich U-Boote. Ich möchte meine Schildkröten. Schildkröten. Aber gut. Sobald meine Ogre-Magier hier fertig sind, dann werden wir mal
unsere eigene Insel zurückholen. Wow, er hat sein Ziel gewechselt. Leg dich niemals mit einem Ork-Schlachtschiff an. Ist das ein neues Schiff? Ja, aber sicher, aber sicher. Ja, Meister. So, ich weiß, dass die hier noch sind. Deswegen buffe ich hier mal alle meine Boys. Kampfrausch-Oger. Die sind so abartig. Das sind lebende Panzer, sind das. Übrigens Grüße an meine Freunde im Chat. Natürlich greift er uns an. Niemand hindert ihn dran. Jetzt hindert ihn jemand dran. Danke. Mehr Schiffe. Wir könnten theoretisch mehr Häfen bauen, aber... Pff. Goldmine hat noch gut. Schaut sie euch an. Schaut sie euch an. Die Holzerboys. Die Holzermander. Ja, Meister. Oh Gott. Ja, Meister. Da. Fehlen nur die Opis. Ja, dafür gibt es jetzt hier, keine Ahnung, seltsame Menschen mit glühenden Augen. Viel besser. Irgendwelche eingerauchten Typen. So. Hat der meinen Zeppelin runtergeholt oder habe ich den jetzt irgendwo geparkt? Das Problem ist legit, ich brauche einen Zeppelin, um die U-Boote zu enttarnen. Das heißt, ich muss immer einen Zeppelin am Mann haben. Immer einen Zeppelin am Mann. Das ist das angekratzte Schlachtschiff von davor. Teufel, noch eins. Dämliche Ballisten. Wenigstens ist der Damage von meinen Schiffen richtig geil. So. Ich glaube, auch dieser Computer hat immer noch nicht geschnallt, wie man Gebäude nachbaut. Oder zumindest nicht wirklich. Also. Da. Die Typen haben die Alten ersetzt. Das sind die neuen Alten. Ja, aber das ist Warcraft-Logik. Warcraft-Logik braucht keinen Sinn machen. Immerhin gibt es ja seltsame Menschen mit glühenden Augen, die heilen können. Ich bevorzuge trotzdem meine Boys hier. Tschau. Dann gehen wir mal hier den Turm zerstören. Weil wir müssen ja auf dieser Insel ein Hauptgebäude bauen. Das ist ja... Ja, dass die etwas stärker verteidigt ist, kann man sich eigentlich denken. Aber mit genügend Schlachtschiffen ist das alles kein Ding. Die Feuerrate von denen ist halt abartig scheiße. Also die Feuerrate von den Schlachtschiffen ist so unterirdisch. Alter! Dämliche Ballisten. Theoretisch sollte der nicht treffen, wenn ich mich bewege. Ich finde es halt irgendwie interessant, dass diese Kanonentürme hier mehr aushalten als die Kanonentürme hier. Sonderbar. Brauchen wir Panzer. Das Problem ist, wir müssen halt diese Insel hier überhaupt nicht zerstören, oder? Wir müssen nichts mit dieser Insel machen. Übrigens die Kirsche. Die Kirsche gibt es. Es gibt eine Kirsche. Und die Ölbohr. Der Ölbohrturm brennt einfach vor sich hin. Das stört den auch nicht. Aber wir müssen eigentlich nur hier landen. Und ein Haupthaus setzen. Fertig. Das ist unser Ziel.
Der hat ja eine Handvoll Dudes. Und kein einziger von denen kann meinen Zeppelin angreifen. Ha! Ha! Ja, 6 Ogre sollen reichen. Es ist eigentlich komplett dämlich, dass ich hier eine Basis baue, weil der wird sie einfach komplett überrennen. Sobald der auf die Idee kommt, hey, ich kann ja Leute angreifen mit Schiffen. Eigentlich brauche ich Holz. Ich brauche mehr Holz. Und ich muss mit den Einheiten halt haushalten, die ich habe. Deswegen werde ich die jetzt strategievoll einsetzen. Ich hab's genau gewusst, dass das passieren wird. Ich hab's gecallt. Gut. Die gegnerischen Zerstörer töten. So. Ich hab einen Ogre verloren. Ja, und so läuft die Mission halt fertig, bis wir eine Basis gebaut haben. Also klassisch, Küste klären, fertig. Es ist wie immer das Gleiche. Erstens gewinnt man auf See und dann gewinnt man auf Land. Fertig. Das ist schon die vierte Mission, die genau gleich funktioniert. Hier noch die Fähre zerfetzen. Oh, ich hab nicht mal einen Ogre verloren. Der ist leider in den Wald gerannt. Der hat Angst gehabt. Ein ängstlicher Ogre im Wald. Übrigens, die Schiffswegfindung ist genau intelligent, so wie alle Warcraft-Intelligenzen immer gewesen sind. Boom. Das Ding ist, er hat hier keine Kaserne auf dieser Insel. Das bedeutet, er kann keine Einheiten nachbauen. Das heißt, sobald alle Ballisten down sind, sind wir eigentlich relativ safe. Die Türme halten nur 2 Schüsse. Die Türme brauchen 3. Das ist sehr, 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 sehr seltsam. Oh, jetzt noch die Türme zerstören und... Die Kanonen schießen doch etwas schneller als die. Die sind doch etwas schneller als die Ballisten. Wo rennt ihr hin? Wo rennt ihr hin? So, jetzt landen wir hier und boxen die alle weg. Simpel. Simpel. Der Ölbohrturm brennt mal gemütlich vor sich hin, passt auch gut. Muss ich nur anfangen, die Leute hier buffen gegenseitig. Sonst endet dieser Kampf genau so, wie er jetzt endet. Weil die Typen heilen sich einfach gegenseitig. Gott, widerlich. Gott, widerlich. Boah, dieses Geräusch, Mann.
Geh da hoch und brenn die in die Hölle, Mann. Ich meine, ich stehe eh schon relativ angenehm da, oder? Das muss man nutzen. Alter! Wir sind zu weit, Meister. Alter! Heil dich mal dagegen. Ja. Heil dich mal dagegen. Du triffst den doch, danke. Den triffst du auch. Ich weiß, dass du den eigentlich treffen solltest. Aber gut. Habe ich noch genügend Jolt für einen weiteren? Das sollte absolut reichen für die Mission, oder? Ist zwar nicht die intelligenteste Lösung, aber hey. Mehr Oga. OGA. Das mache ich, weil ich es kann. Und niemand wird mich dran stoppen. Zack. Man, der Shit macht Damage. Der hat hier noch eine Balliste stehen. What the fuck? Na toll, jetzt kommt er von zwei Richtungen. Du ziehst dich halt einfach hier zurück. Lästiger Bastard. Übrigens, du kannst halt nicht die ganze Küste kontrollieren. Müsstest du halt viel mehr Schiffe haben. Eigentlich will ich das auch gar nicht. Oh. 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 Leider Gottes, das kleine Dilemma ist, dass ich hier in diesem Kranz hier von beiden Seiten beschossen werde. Das ist das, was mich stört. Muss ich hier mal etwas killen. Wow. Da, mach was. Die Reichweite ist so abartig geil von diesen Kanonentürmen. Der hat Damage gemacht, der Affe. Aber wenn wir jetzt hierher rattern, sollte dann dieser Kanonenturm ziemlich gleich einmal ins Gras beißen. Danke. Dann werden wir jetzt noch die Ballista vernichten. Und diese Ballista vernichten. Und ein bisschen weiter rattern, weil hier schon wieder ein Kanonenturm ist, ein zweiter. Das Ding zerstören und Gott, überall diese Kanonentürme. Ich meine, der braucht nur zwei Schüsse, hä? Mittlerweile sind das nur noch vier. Das wird funktionieren, denke ich. Meine ich. Die Mission quält. So. Diesmal versuchen wir das. Ich sollte Shortcuts verwenden. Geht, glaube ich, etwas schneller. Vor allem, wenn die nur beschäftigt sind mit Heilen, sind sie nicht damit beschäftigt, mich zu töten. Also.
Und Kampfrausch-Oger sind so abartig stark. Legit, die sind so unnormal stark. Die Boys. Muss ich da noch was anderes bauen? Ja, einen Hafen. Boah, zwei Boys. Auf geht's. Wisst ihr, aus irgendeinem Grund sind auf einmal Leute auf meiner Insel und töten meine Arbeiter. Danke, Mann. Das Problem ist, die sind Stufe 4. Baue ich einfach nur einen Grundsund. Ja. Könnt ihr jetzt gar nichts machen. Der Grund ist fertig, bevor du mein Gebäude hingemacht hast. Wetten wir? Zack. So geht das. Zumindest die Boys möchte ich hier lassen. Die guten alten Ogre-Boys. Einfach und allein. Damit die aufpassen, dass hier niemand irgendwie Shenanigans mit uns treiben will. Zumindest wir brauchen noch einiges an Holz. Also so ist es jetzt nicht. Wir brauchen schon noch Ressourcen. Aber wir müssen ja nicht ein Haupthaus bauen, wir müssen eine Damage-Festung bauen. Also so ein Teil. Da brauche ich legit noch signifikant mehr Holz. Den Hafen haben wir schon. Du. Geh. Du, bleib! Schaut euch an, wie sie hacken. Hackerberry Pian. Ich muss sagen, die Sprites sind echt liebevoll designt. Mir gefallen die Ogre-Schiffe halt so cool. Alter! Ich meine, die haben auch solche Schaufelräder auf der Seite. Ja, richtig cool. Alter! Da werde ich noch eine brauchen. Das ist die Stufe 4, Mann. Warum forscht ein Gegner? Eine mühsame Mission. Das Problem ist, jetzt waren sie langsam einseitig, die Mission. Es ist schon die vierte Mission, die genau gleich funktioniert. So. Brauche ich noch ein paar mehr hier. Die kosten nur Gold und Gold haben wir. Theoretisch. Nicht. Also wer sich diese Mission einfallen hat lassen, der gehört echt verprügelt. Soll vom Holz her in der Zwischenzeit eh reichen. Jetzt forcieren wir etwas unser Jolt. Ich meine, das haben wir eh relativ schnell auf Fassung. Dass wir hier dann gleich weiterbauen können. Hier gleich weiter bauen. Der kann zuschauen. Das ist ein guter Arbeiter. Er schaut zu, wie sein Kollege alles macht. Beziehungsweise wie sich das Gebäude selbst irgendwie erweitert.
Und natürlich überall Kanone. Auf der Seite kleine und große und hübsche. Und alles randvoll mit Kanone. Die Wärter sind abartig geil. Theoretisch sollte alles funktionieren. Geht etwas schneller. Ah, hört doch diese Geräusche an. Jetzt auch wurscht. Funktioniert irgendwie. Na? Ja, Meister. Fertig zur Arbeit. Bitte? Das Coolste ist aber immer noch das Angriffsgeräusch der Ogre. Das Bumsen. Das Bumsen. Bum, bum. Wunderschön. Das Ding gehört doch repariert. So viel Ordnung muss sein. Ah, wir sind eh fertig. Gott sei Dank. Die Mission wäre fast schon lästig geworden. Kapitän! Oh, 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 Stratholm, die Hauptbezugsquelle der Allianz für Öl, bereitet die Lieferung riesiger Ölmengen an die Königreiche in Westlordaeron vor. Du musst ihre Raffinerien und Bohrtürme sabotieren, um diese Lieferung aufzuhalten. Sobald die Einrichtungen zur Förderung und Verarbeitung von Öl zerstört sind, musst du sämtlichen Widerstand der Allianz in Stratholm brechen. Stratholm, kennt man. Ein bekannter Name. Wow. Meister, Meister, okay. Glockenzepter. Ja. Was soll ich tun? Okay. Alter. Pff. Was macht man eigentlich, wenn man das verscheißt am Anfang? Ja, jetzt hab ich rausgetappt. Jetzt habe ich rausgetappt. So. Wundervoll. Randaliere Goblins. Ich meine, die heißen Kobold im Deutsch. Das sind Goblins. Ich muss aber sagen, der Erzähler von der Missionsbeschreibung, der hat so unendlich viel Spaß bei seinem Job. Das sind nur normale Ogre, das heißt doch kein Blutrausch für mich. Leider. Ich habe hier eine Goldmine. Will der, dass ich hier eine Basis baue? Aber hier ist nichts. Hier ist legit nichts. Ich kann halt nur auf weißen Flächen bauen und das ist halt, ja, kaum existent. Schauen wir uns noch etwas weiter um. Ich meine, theoretisch müsste irgendwo Wasser sein. Sonst tue ich mir persönlich relativ schwer mit Ölbohrtürme vernichten. Das heißt, ja, ja, okay, Wasser. Ja. Okay. Will er wirklich, dass ich hier eine Basis baue? Alter. Wirklich? Gold wäre genügend, aber Holz ist abartig wenig hier. Schauen wir uns noch etwas um. Vielleicht finden wir einen besseren Spot. Alter. Zweifle niemals einen Elfen an. Oh.
Meister, alles klar. Elfner. Okay. Okay. Ja, Meister. Nicht so wie Warcraft 1, das stimmt. Alles klar. Das schaut von der Baufläche her schon mal besser aus und das schaut auch vom Holze besser aus. Ich denke, man will hier droben bauen. Das Problem ist, ich denke, dass wir hier relativ nah an der gegnerischen Basis sind. Da lebt doch was. Ja! 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 Down. Ja, hier droben macht es auch irgendwie mehr Sinn. Das Problem ist, den Scheit verteidigen hier drum. Wir sind halt legit in der Mitte von der Karte. Kommt er mit einem Kavalier an? Und Ballisten. Alter! Ja, eben, die gegnerische Basis ist halt legit hier genau vor meiner Haustür. Super. Deswegen ist der so aggro gegen mich. Ah. Hm. Ja, okay. Ich glaube, die Mission ist zum Scheitern, verdammt. Also man kann mit der Startstreitmacht bereits die Typen vernichten. Was ich halt hart bezweifle. Ich meine, man hat in dieser Mission die Randalierer Goblins, oder? Und ja, es sind Goblins, es sind keine Kobolde. Das Wort Goblin ist absolut okay. Und Goblins können halt diese braunen Steine zerstören. Woher auch immer man das wissen soll. Ich meine, da unten ist man bereits gezwungen, das anzuwenden. Ne? Und man kommt eigentlich... Trial and Error, ich meine, huch, was ist das? Huh? Dann sprengen sich deine Leute in die Luft. Huh? Also... Es kann schon sein, dass es Trial and Error ist, quasi. Bis man hier durch diese Wand durchkommt. Ich finde es halt verwirrend, dass hier eine Goldmine steht. Ist das eine Falle vom Spiel? Dass man als Spieler denkt, ah, da ist die erste Goldmine, baue ich gleich her und da hat viel zu wenig Holz für eine Armee. Oder? So ist halt, wir haben keine Nahkämpfer. Und wir haben zu wenig Essen, um Nahkämpfer auszubilden. Das Problem ist, der Gegner ist halt hier direkt vor unserer Haustür. Ich habe nur 4 Trolle und ein Katapult. Ha! Lustig. LOL. Er sagt einfach LOL. Ha, LOL. Ja. Ich brauche schon einen Bauernhof. Bau mir einen Bauernhof. Widerliche Mission. Widerliche Mission. Persönlich würde relativ gern mein Haupthaus erweitern, weil ich möchte einen Zeppelin bauen. Wisst ihr, wenn man sich einmal in diese Zeppeline gewöhnt hat, oder? Die sind so toll. Was wollen Sie nun, Nobisabos? In Ordnung. Nobisabos. Okay. In Ordnung, Nobisabos. Ja, ich glaube, das war's schon. Für uns. Das Problem ist, Trolle können halt nichts gegen einen bereits geforschten Paladin ausrichten. Er kann etwas gegen seine eigenen Paladine ausrichten. Doch nicht mich an. Beweg dich, rette dich! Und jetzt schieß! Boah! Beweg dich! Rette dich! Schieß! Boah! Du Gottkatapult! So, hier stehen wir alleingelassen mit einem einzigen Katapult mit 17 Lebenspunkten. Vor der gegnerischen Basis. Fertig zur Arbeit.
Ich kann mir vorstellen, dass hier oben noch irgendwo eine Goldmine ist, die etwas besser gelegen ist. Oder hier irgendwo, oder keine Ahnung wo. Und wir haben einfach gerade den harten Weg genommen. Das kann sein. Warum geht hier Holz fallen? Ich brauche mehr Jolt. Ich weiß jetzt wieder, warum ich Holz fallen gegangen bin. Alter. Holz dauert in dem Spiel so unendlich lange. Die haben es mit dem Okay. Okay. Ja. Das sind dann auch positive Leute. Oh, scheiße. Da steht der Schwein. Da steht der Schwein. Der kann nichts gegen den machen, oder? Ein Katapultschuss reicht nicht aus, um den zu töten. Bin ich mir fast schon sicher. Ich kann einen einzigen Grund zerbauen, wenn ich etwas mehr Lebensmittel hätte. Habe ich aber nicht. Wow. Mehr Bauernhof. Ich würde mir gerne etwas die Karte weiter anschauen. Weil das hier wirkt mir schon unfassbar riskant. Dem die Basis halt genau vor die Nase setzen. Aber ich glaube mich zu erinnern, das war halt wirklich der Kink von der Mission. Ich glaube mich halt wirklich zu erinnern, dass das der Kink von dieser Mission war. Zumindest der darf sich dem nicht zu weit nähern, dass der einen prockt. Da habe ich eher Angst. Ne? Bevor ich hier halbwegs ein paar Leute ausgebildet habe. Um mich zumindest zu verteidigen. So, wir lassen das Holz jetzt mal einfach Holz sein. Ich brauche etwas mehr Gold. Denn einen Grund, so möchte ich ja eigentlich mehr verwenden, um hier die Karte fertig aufzudecken. Damit ich halt zumindest keinen Pion checken muss. Das Problem ist halt, er ist geforscht. Und ja, das war's. Eben Stufe 3. Das heißt, er hat schon 2 Forschungen intus. Was natürlich genau das ist, was ich nicht mag. Jetzt brauchen wir hier mal eine starke Ökonomie. Wir brauchen eine richtig starke Ökonomie. Viele Pions. Fertig zur Arbeit. Viel Gold. Und gleich einmal selbst forschen müssen. Das wäre halt die Kunst. Eine Schmiede hinstellen. Ah, shit. Und das war's. Ja, eine Ritterstufe 3 kann ich nichts ausrichten. Das ist das erste Mal, dass wir wirklich eine Mission neu starten müssen. Das ist wirklich unangenehm. Die Mission kommt mir so komisch vor. Ich kann mir echt bei Gott nicht vorstellen, dass der von mir verlangt, in der Mitte der Karte, genau vor der gegnerischen Basis, eine Basis zu bauen. Das kann ich mir so hart vorstellen. Schauen wir uns mal etwas weiter um. Das Problem ist halt, um hier weiter vorzustoßen, werden wir schon einiges an Verluste einstecken müssen, oder? Das ist halt das Problem. Ich meine, ich kann mir hier drunten theoretisch etwas aufbauen, dass ich zumindest Grunzer bauen kann. Weil die brauchen nur Gold. Und Gold hätte ich hier. Aber dann bin ich halt trotzdem immer noch von Holz her brutal am Arsch. Weil das Problem ist, ich brauche halt Bauernhöfe auch, oder? Jetzt schaue ich mir aber mal die Karte fertig an. Vielleicht gibt es hier irgendwo bessere Spots. Okay. Ja, Meister. Okay.
Okay. Nimmst du mir jetzt mal Holz? Ja, Meister. Ja, Meister. Ja, Meister. Okay. Ja, Meister. Ja, Meister. Ja, Meister. Ja, Meister. Okay. Okay. Ja, Meister. Alles klar. Erstmal nichts. Meine Sackgasse ist sehr gut. Alles klar. Ja, Meister. Okay. Hier wäre genug Holz. Und da ist die gegnerische Basis. Yeah. Alles klar. Ja, Meister. Okay. Ja, Meister. Alles klar. Ja, Meister. Alles klar. Alles klar. Alles klar. Versuchen wir es einfach mal. Wie schon gesagt, ich stelle es mir halt irgendwie hart schwer nur vor, dass ich vor der gegnerischen Basis eine Basis bauen muss. Auf der anderen Seite, wir reden von Warcraft, die haben nicht viel Hirn beim Mission-Design. Jetzt hatten sie nicht die gleiche Mission jetzt viermal hintereinander gebracht. Mit, oh, du hast eine Insel und zerstört die gegnerische Insel. Oh, du hast deine Insel, zerstört die gegnerische Insel. Ha, du hast deine Insel, bau ein Haupthaus auf einer anderen Insel. Das Problem ist halt, wir haben kein Holz, um irgendwelche Schiffe zu bauen. Grundsätzlich sind wir relativ bescheiden, was diverse andere Ressourcen anbelangt. Ich habe etwas Holz. Es ist schon mal etwas wert. Jetzt baue ich hier gleich einen Bauernhof. Ich meine, den Punkt hier kann ich wenigstens verteidigen, oder? Das Problem ist, der Gegner hat schon bereits erforschte Einheiten auf Stufe 3. Das heißt vermutlich einmal Defense und einmal Offense Upgrade. Das ist halt wirklich legit nicht der beste Spot. Es ist halt eine Notlösung. Ich bezweifle halt legit, dass ich es schaffe, hier bis zum Zeppelin zu kommen, dass ich die Karte vernünftig erkunden könnte. Zumindest wir brauchen halt früher oder später mal einen Hafen und dann brauchen wir mal Öl und... Problem ist. Was ist alle das? Problem ist halt, dass ich halt Holz brauche für Trolle. Wenn ich sage, okay, ich habe nur Gold und könnte damit Trolle und Grunzer versorgen, dann ging's, weil die Trolle sind legit recht stark und die kann man halt auf Maximum upgraden nur durch Gold. Ja? Ich glaube auch, Trolle ist relativ ein heißer Tipp. Das Problem ist, Trolle in der Ausbildung brauchen Holz. Und Holz habe ich legit nur diesen Furz hier. Ich werde mir jetzt ein Sägewerk bauen, damit das Gold, das Holz, das ich ernte, maximal genutzt wird. Geht legit schon gar nicht mehr. Toll. Ey, ich brauche natürlich auch ewig viele Bauernhöfe. Oder? Ich brauche jetzt noch zwei Bauernhöfe, dass ich einen Peon bauen kann. Ich meine, theoretisch kann ich mir hier ein Sägewerk hinsetzen und Holz abbauen, oder? Dann können wir immer noch von dieser Goldmine voll profitieren. Also der Plan diesbezüglich ist auf jeden Fall erkennbar. Ich hätte halt früher anfangen sollen, das Sägewerk bauen. Aber gut, wie dem auch sei. So, wie gesagt, wir können halt hier nur wirklich Grunzer versorgen. Und vielleicht ein paar Troller. Forschung ist key. Und das meiste aller seinen Einheiten rauszuholen. Ach, Oger. Ich mag Oger.
Irgendwie erinnere ich mich an diese Mission. Und ich glaube, mich zu erinnern. Die kommt mir bekannt vor. Ich glaube, das letzte Mal, als ich die gesehen oder gespielt habe, war halt wirklich hier die Basis. Oder? Weil man hat ja kein Holz. Ich meine, sicher, ein Troll braucht jetzt nur 50 Holz, aber... Die Forschung kostet trotzdem. Oh Gott. Dang it. So. Das Problem ist, ich muss jetzt einen gewissen Vorrat an Holz mir lassen, dass ich ein Sägewerk bauen kann. Irgendwo. Muss ich logischerweise jetzt 450 Gold irgendwo rumliegen haben. Holz. Das heißt, ich muss jetzt schon schauen, wie viel Holz bekomme ich überhaupt aus diesem Fisch von Brettern hier raus. Ich meine, wenigstens habe ich das Gefühl, dass er mich hier unten nicht angreifen wird. Was schön wäre. Gold haben wir in der Zwischenzeit eigentlich genug. Ich meine, ich muss sagen, wenn die die Mission ist schon relativ reizvoll, ne? Nur jetzt sag, okay, du hast jetzt die Wahl, entweder du spielst sehr intelligent und haltest deine Ressourcen im Zaum, dann kannst du hier eine Basis bauen, die definitiv sicherer liegt. Oder du bist einfach, leck mich, ich baue meine Basis vor der gegnerischen Basis, was absolut Sinn macht. Wenn du weißt, worauf du aufpassen musst, dann hast du natürlich etwas mehr ein Auge auf deine Leute. Und du verteidigst dich halt so lang, bis du halt... Ich brauche Öl. Ja, okay, Öl habe ich noch. Ich könnte theoretisch das ausbauen. Dann könnte ich relativ bald einmal eine Zeppelin-Werkstatt, also eine Goblin-Werkstatt bauen. Mit einem Zeppelin bauen. Und mir die Karte mal anschauen. Allerdings kostet das halt echt viel Geld. Und ob die Ressourcen nicht weiser in Forschung investiert werden. Ich meine, so oder so bräuchte ich dafür mal eine Schmiede. Und solange wir über 500 Holz haben, ist alles okay. Weil dann kann ich immer noch hier ein Sägewerk hinsetzen. Ich wette, die meisten Game Guides sagen, du sollst hier eine Basis bauen. Und nur aufpassen. Okay. Okay, das ist relativ günstig. Aber sehr, sehr, sehr wertvoll. Ist ein Oger brauchen dann auch 100 Holz in der Ausbildung. Und ich muss davor mal das Gebäude aufbauen. Dann muss ich noch das Ogergebäude bauen. Also da reicht dieses Holz bei weitem nicht aus. Damage Maximum wäre auf jeden Fall geil. Das kostet auch nicht so viel Holz. Das ist auf jeden Fall mal eine geile Überlegung. Jetzt haben wir ja schon Stufe 2 Oger. Ich meine, dann bringen die Grundzeit auch etwas, oder? Wenn man die geforscht hat, dann bringen die schon was. Forschung ist richtig geil. Wie gesagt, wir dürfen halt nur nicht unter 500 Holz kommen. Damit man halt im Notfall immer diese Sägewerke hinsetzen kann. Wie gesagt, es gibt sicher tausend andere Strategien. Du musst mir Bauernhöfe bauen, du solltest frisch gleich deine Basis woanders hinsetzen. Bau jetzt gleich das Sägewerk da um. Ich meine, wenn ich jetzt hier hochgehe und hier ein Sägewerk baue, dann wird das innerhalb von 5 Minuten angegriffen. Das weiß ich jetzt schon. Möchte ich mal meine Forschung schauen, weil ich glaube, das nächste Upgrade kostet noch 500. Ja. Teuer. Jetzt können wir auch das Haupthaus nicht mehr ausbauen. Wir
können uns sicher noch ein paar Bauernhöfe zulegen. Wo habe ich die 100? Achso, für Forschung sicher. Jetzt kann ich hier noch einen Bauernhof bauen. Theoretisch könnte ich noch einen bauen. Dann bin ich halt hart an der Grenze zum Sägewerk. Dafür könnte ich noch ein paar Leute bauen. Einfach um meine Armee etwas aufzufetten. Ich werde nicht immer mehr Peons bauen, die drei reichen eigentlich. Ich meine, da kann ich jetzt noch 4 bauen, das geht jetzt auf 21. Ja, alles klar. Jetzt haben wir hier halt Stufe 5 Grunzer. Ich meine, das ist echt beeindruckend, oder? Eine einfache Forschung in der Defensive macht bereits, dass die doppelt so viel aushalten, oder? Und noch einmal nachher halten sie quasi das Dreifache aus von dem ursprünglichen Wert. Das ist halt wirklich abartig stark. Ich meine, ich werde mich jetzt hauptsächlich durch Grunzer ernähren, sozusagen. In der Hoffnung, dass ich hier ein Sägewerk bauen kann. Weil ich mir einfach eine Gruppe hier schnappen. Speichern. Und schauen, ob ich hier ein Sägewerk installieren und verteidigen kann. Sehr spannend auf jeden Fall, sehr spannend. Das Problem ist, du brauchst natürlich auch meine Pionstorm, oder? Sehr spannend, sehr spannend. Die Trolle sind halt kaum geforscht, weil die Forschung selbst ist ja nur Damage für Nahkämpfer. Dass hier Paladine sind. Okay, vielleicht ist hier oben ein Sägewerk bauen vielleicht doch nicht die beste Idee. Meine nächste Idee ist sicher, einige Wahnsinnige sagen, okay, die Startarmee reicht leicht aus. Du gehst einfach rein und zerstörst seine Basis mit deiner Startarmee. So zu Rauch gehen. Wenn du intelligent spielst mit dem Katapult. Das Problem ist halt, ich brauche jetzt Holz. Ich meine, eigentlich könnten wir mutig sein. Mutig. Gib mir mehr Pions. Theoretisch muss er hier vorbei, um hierher zu kommen. Das heißt, wenn ich diesen Punkt hier halte, dann kann er mir nichts machen. Und ich brauche jetzt hier aber keine vollwertige Basis mehr, ich brauche nur ein Sägewerk. Jetzt bauen wir hier noch etwas mehr Economy. Das ist lächerlich. Kannst du helfen? Ha, das funktioniert tatsächlich. Ich bin immer noch Warcraft 1 und Warcraft 3 geschädigt, dass Orks das nicht können. Oder grundsätzlich, was nicht geht. So. Was mache ich jetzt mit meinem Holz? Ich sollte einen Hafen bauen. Allerdings würde ich sehr gerne auch endlich einen Zeppelin bauen, um mir mal einen Überblick über die Karte zu verschaffen. Ach, das kostet zusätzliche Ressourcen. Ich meine, so wie es jetzt ausschaut, ist es theoretisch sogar safer. Weil wenn jetzt hier dieses Lager... Wenn er das macht, was er gerade macht, dann verliere ich halt nur Arbeit und ein Sägewerk. Das habe ich mittlerweile halt wieder erinnern. Wichtig ist, man sollte halt schauen, dass wir hier nicht zu weit vordringen. Alter, die ganzen Ballisten hier. Okay.
Weil wenn er sich in seiner Basis angegriffen fühlt, dann bin ich ziemlich bald einmal tot. Jetzt schaue ich mich ja doch noch etwas um. Alter! Alter! Das ist lächerlich. Ich meine, wir können unendlich Grunzer bauen, mehr oder weniger. Wir können mehr oder weniger unendlich Grunzer bauen. Und das hilft. Grunzer sind stark. Maximal geforschte Grunzer. Grunzer. Tatlos. Ist nichts dran auszusetzen. Nichts, nichts gegen Grunzer. Die kosten nur Gold. Da ist noch genügend drin. Baue ich hier halt bis zum Truppenlimit wieder meine Grunze hoch, dass ich zumindest überleben kann. Habe ich schon gesagt, nichts gegen Grunzer, die sind toll. Die Boys. Einer geht auch noch raus. Und schon sind wir nicht mehr so schlecht gewappnet hier. Und ich kann hier das Ding draus bauen. Auf jeden Fall. Die Mission ist auf jeden Fall mal interessant. Okay. Vielen Dank fürs Zuschauen. Freut mich auch wieder Space Marine zu sehen. Lang ist es her. Große Freude, mein Freund. Und... wie gesagt, das war's für heute und ich hoffe, es hat allen gefallen und nächste Woche Donnerstag streame ich weiter und diesen Samstag geht's auch wieder Monster Hunter D&D weiter. Freut mich auch. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!